Der 53-Jährige, der verdächtigt wird, Ende September eine 50-jährige Krankenschwester in ihrer Wohnung in Wenningstedt umgebracht zu haben, soll im Laufe dieser Woche nach Deutschland ausgeliefert werden. Der mutmaßliche Täter war nach Mallorca geflohen und hatte eine Fährfahrt zurück auf das spanische Festland gebucht. Bei seiner Festnahme bei Ankunft auf dem Festland hat der Mann zunächst Widerstand geleistet. Der 53-Jährige hatte mit der Krankenschwester eine Beziehung geführt. Wenige Wochen vor ihrem Tod hatten sich die beiden getrennt.